Alma Maki ist ein Fantasiename. Das ist unsere fiktive Chefin eigentlich. Sie ermöglicht uns, in den Hintergrund zu treten als Person. Da sammeln sich alle unsere Erfahrungen und Ideen und auch die Diskussionen, die wir zusammen geführt haben. Nicht nur wir hier im Büro, sondern auch mit anderen Architekten, mit Behörden, mit Bauherren. Dahinter steht eigentlich auch die Überzeugung, dass eben eine Architektur nur im Zusammenarbeiten von verschiedenen Personen entstehen kann. Ich denke, die Grundprinzipien sind die, dass wir gerne sehr intensiv am Entstehen von Architektur beteiligt sind. Das heißt, wir sind natürlich am Diskutieren hier im Büro, wie gehen wir vor, wir überlegen uns eine Strategie, den Entwurf. Uns ist wichtig, dass der Bauherr tatsächlich Reibung in den Bauprozess hineinbringt. Dadurch wird ein Projekt erst richtig interessant. Wir versuchen sehr viele Varianten zu studieren, um uns Schritt für Schritt dem Ergebnis zu nähern. Es ist für uns grundsätzlich auch wichtig, dass wir dann, wenn die Architektur entsteht, dass wir auch vor Ort sind. Das heißt, wir versuchen, die Bauleitungen zu machen. Und ein Teilaspekt ist auch wirklich, die Handwerksleistungen auch selbst physisch umzusetzen. Das liegt darin begründet, dass wir Ausbildung gemacht haben als Schreiner, als Restaurator und können und wollen, dass in unsere Arbeit einfließen lassen. Das ist manchmal vielleicht ein wenig anachronistisch, dass man sagt, man ist jetzt wieder Architekt und Handwerker und Bauleiter in einer Person. Aber man kann relativ effizient verschiedene Aufgabenbereiche zusammenbringen. Und das ist eigentlich das Schöne, dass so die Projekte, wenn man vor Ort ist, dann wirklich wie so ein großes 1:1-Modell werden und dann auch in einer gewissen Weise ein Experimentierfeld für einen Entwurf oder für Details. Das Projekt in Mainz, das ist ein unglaublich kleines Gebäude, sind 45 Quadratmeter Wohnfläche, die von einer vierköpfigen Familie bewohnt wurde. Und da war jetzt die Aufgabe, das so sinnvoller zu gestalten, dass man dort auch wohnen kann, wenn die Kinder größer sind. Wir hatten eigentlich gar keine Möglichkeit, ein Haus zu stellen. Fürs Bauamt galt das Grundstück als unbebaubar. Das Problem war, dass wir die Abstandsflächen nicht einhalten konnten. Das heißt, wir mussten allseitig auf die Grundstücksgrenze bauen. Deswegen brauchten wir auch von vier verschiedenen Nachbarn die Einwilligung und durften keine Öffnungen in die Wände machen. Natürlich aus Brandschutzgründen. Und das hat es sehr erschwert, das hat es sehr kompliziert gemacht, die Planung. Aber gleichzeitig hat es interessanterweise auch dazu geführt, dass es ein sehr ungewöhnliches Projekt werden konnte. Diese Introvertiertheit, die das jetzt bekommen hat, ist einfach eine Konsequenz aus allen Einflüssen, die auf dieses Projekt von allen Seiten eingewirkt haben in den Jahren. Wir sind mehr Architekt, aber der Handwerker ist immer noch in uns. Ja, ganz einfach. Ich glaube, ohne Handwerker gibt es keine Architektur, also zumindest keine gebaute. Und das ist unser Anspruch eigentlich, die Dinge umsetzen zu können, die wir uns auch überlegt haben. Oder die Hoffnung, das umsetzen zu können. Ich finde einfach schön, wenn man die Freude und die Passion, die man so hat für den Beruf, reinbringen kann in die Arbeit, sei es im Büro, sei es auf der Baustelle oder in der Kommunikation mit den Personen, die am Bau beteiligt sind. Und das macht einfach Spaß, an der Entstehung teilzuhaben.